Auch 2015 sagen wir bei der Wildtierhilfe in der Lüneburger Heide Hände weg von Jungtieren. Jetzt habe ich hier ein junges Mardermädchen, ihr seht das ja auch an den Bildern, auf dem Arm, ganz unsicher, ganz, oh, was passiert hier? Diana, wo kommt denn dieses junge, kleine Mardermädchen her? Also, sie ist gefunden worden, sie war klitschnass, völlig unterkühlt, sie muss irgendwo verloren gegangen sein. Also in dem Alter sind Marder draußen noch nicht unterwegs. Sie ist irgendwie 5 Wochen ungefähr alt, dann sind sie normalerweise noch bei der Mutter und auf gar keinen Fall draußen unterwegs. Ne? Also da, an der Stelle war Hilfe nötig, weil sie auch schon klitschnass war. Sonst, wenn die Tiere trocken sind und einfach nur in der Gegend rumlaufen, kann man sie ruhig weiter beobachten, gucken, ob die Mardermutter sie wieder abholt. Das kommt auch vor. Aber eben nicht einsammeln und hierher bringen. Das ist ja immer leider oft das Thema, dass Tiere, Jungtiere eingesammelt werden und man schleppt sie dann zu der Wildtierhilfe. Oftmals nicht notwendig. Hier war es tatsächlich notwendig. Ja. Wie wird das junge Mardermädchen jetzt aufgepäppelt? Also sie bekommt auch noch Milch und dann wird sie auch bald an feste Nahrung gewöhnt. Dann kommt sie in die Gruppe rein mit zu den anderen Mardern und die werden erst im Herbst ausgewildert, wenn der Familienverband auch ganz natürlich auseinanderbricht. Dann lassen wir auch unsere Marder frei. Kommt das oft vor, dass Marder hier abgegeben werden und du denkst so, das war nicht notwendig? Also wenn man raushören kann, dass es wirklich eine reine Kindesentführung war, schicken wir die Leute wieder zurück. Also die Mütter suchen lange noch nach ihren Kindern und wenn noch der Hauch einer Chance besteht, das Jungtier wieder zurückzugeben, bestehen wir darauf, dass die Tiere wieder zurückgehen. Ne? Im Herbst werden die Marder ausgewildert. Ja. Hier auf dem Gelände, im Wald oder wo? Nee, wir kriegen Gelände zugewiesen. Wir arbeiten da mit einem Verein zusammen, der große Wälder betreibt. Und da kriegen wir dann Stellen zugewiesen, wo die Tiere hin können. Die Geschichte wird auf jeden Fall ein Happy End haben, denn ihr geht es gut. Ein bisschen Angst hat sie, aber so ein bisschen neugierig ist sie auch. Gut, so zahm ist sie natürlich auch nicht, nachher nicht mehr. Und ihr achtet natürlich dann auch wieder darauf, dass die Entfremdung zum Menschen schnell voranschreitet. Ne? Ja, also klar, gerade bei den kleinen Säugetieren, man muss sie händeln. Ne? Sie müssen gefüttert werden, sie bekommen die Flasche. Natürlich muss ich sie da händeln. Aber sobald diese Phase abgeschlossen ist und sie selbstständig Nahrung aufnehmen, nehmen wir uns als Pfleger dann zurück und dann sind sie auch wieder unter ihresgleichen, also mit anderen Mardern zusammen. Das geht ganz schnell, dass die den Schalter umlegen und wieder ganz normal scheu werden. Wobei ich natürlich zugeben muss, die ist natürlich süß. Und dass da der eine oder andere dann sagt, da ist immer das Problem, ach Gott, ist das süß. Da ist halt die Gefahr dann auch groß, komm, nehmen wir vorsichtshalber mit. Ja, es gibt auch immer wieder Leute, die meinen, sie kriegen diese Wildtiere zahm. Das sieht wirklich anfänglich nur so aus, augenscheinlich. Wir kriegen dann im Herbst auch wieder ganz viele Anrufe von Leuten, die versucht haben, einen Fuchszahm zu kriegen, Marderzahm zu kriegen, der dann die Wände hochgeht und sagt, es geht überhaupt nicht in der Wohnung mehr, nimm Wilder aus. Also das funktioniert einfach auch nicht. Man kann sie nicht als Haustiere halten. Niedlich muss man wirklich zugeben, aber wie gesagt, in dem Fall war es berechtigt, ansonsten Hände weg davon. Jetzt haben wir hier ein paar Tage altes Stockentenjunges. Und da trifft es nicht zu, Hände weg von Jungtieren. Du hast im Jahr weit über 100 Stockentenjunge. Ja. Und da sagst du selber, die sind auch zu Recht bei uns. Auf was muss man da alles achten? Stockenten brüten einfach an den unmöglichsten Orten. Und haben häufig dann auch überhaupt gar nicht die Möglichkeit, ihre Jungen aufzuziehen. Sie brüten viel in der Stadt und wo kein Gewässer in der Nähe ist. Also wenn man den Stockentenküken alleine findet, dann ist es ganz klar, immer einsammeln. Also in dem Alter muss es bei der Mutter sein, ne?
und direkt dran. Und das ist dann oft so, eine Stockente hat 6 Junge, läuft einfach los, vergisst eins. Es gehen welche verloren. Ganz oft haben wir es zum Beispiel auch, ne? Wenn sie über einen Gulli gehen, die Kleinen, jedes zweite Kleine fällt dann in den Gulli durch. Die Mutter passt dann nicht auf, ob alle noch da sind und guckt. Sie geht einfach weiter. Also, und dann, wenn man sieht, man sieht auf der Straße, in der Feldmark, wo auch immer, ein junges Stockentenjunges, sollte man gucken, ob die Mutter in der Nähe ist. Ja, also und sie ist relativ dicht immer dran, ne? Ja. Also man hört eigentlich diese ganze Familie auch, die dann piept und schnattert. Da muss man einfach ein bisschen gucken, sind noch andere Tiere in der Nähe, ist die Mutter in der Nähe, dann ist alles gut. Aber wenn sie einzeln gefunden werden, dann in die Station bringen. Wir ziehen sie groß und wildern sie dann auch wieder aus. Und das funktioniert bei dir ja auch immer gut. Das ist jetzt hier so Entengrütze. Was ist das? Das hier ist jetzt Entengrütze. Wir füttern nicht nur Entengrütze. Es gibt Aufzuchtfutter für Enten. Und damit werden sie einfach schnell und gut groß. Und es ist eigentlich eine recht unkomplizierte Sache, Entenküken groß zu ziehen. Ja, sie fressen halt alleine. Da muss man nicht die Flasche geben oder sonst welche Sachen machen. Die kommen alleine klar. Und auch in großen Trupps zeigen sie sich das gegenseitig, wie es geht. Also Stockentenküken sind eher unkomplizierte Pfleglinge. Und die Geschichten haben auch in der Regel ein Happy End. Sie sind gut groß zu ziehen, da haben wir selten Ausfälle, es sei denn, sie sind natürlich schwer verletzt. Ne? Dann ist es immer kritisch. Es ist natürlich niedlich, muss man natürlich zugeben. Und es ist natürlich auch gut zu wissen, dass diese Geschichte bei dir fast immer ein Happy End hat. Das ist natürlich eine gute Sache. Ne? Mhm. Ja, also Wassergeflügel, wie gesagt, ist in der Regel relativ gut groß zu ziehen. Da geht das. Groß zu ziehen, Schnitt. Ja. Das ist so voll süß. Voll lecker, ne? Das ist so süß. Diana, Eichhörnchen sind jedes Jahr bei der Wildtierhilfe ein ganz großes Thema. Ich habe gesehen, du hast welche, die sind schon fast, die sind schon wieder scheu. Mhm. Die sind nun gerade, ich glaube, 5 Wochen alt. Genau. Und jedes Jahr ein Thema. Warum so viele Eichhörnchen jedes Jahr bei der Wildtierhilfe? Also dieses Jahr haben wir besonders viele Eichhörnchen gehabt, einfach durch die Stürme. Ne? Wir hatten ja viele Stürme dieses Jahr. Die Bäume sind umgefallen, wo die Nester drin waren. Die Nester sind aus den Bäumen rausgefallen. Also dieses Jahr war wirklich viel los. Und normalerweise wartet man halt auch immer, ob die Eichhörnchenmutter die Kleinen wieder abholt. Sie haben Ausweichquartiere, wo sie hin können. Ja, und dieses Jahr war es so, dass nur wenig Jungtiere wieder abgeholt worden sind. Also da war es dann auch richtig, dass die Menschen, die sie gefunden haben, gesagt haben, ich packe sie ein und bringe sie hierher. Ja, also in der Regel telefonieren wir ja vorneweg sowieso immer und beraten am Telefon, geben Tipps, wo man sie hinsetzen kann, dass sie besser wieder abgeholt werden von der Mutter. Eigentlich findet immer ein Vorgespräch statt. Ne? Und wenn dann irgendwann klar ist, okay, die Mutter kommt nicht mehr wieder, dann gehen die Tiere zu uns, wir ziehen sie groß und wildern sie aber auch alle wieder aus, klar. Ne? Diese Geschichten haben auch in der Regel ein Happy End, ne? Bei den Eichhörnchen? Eichhörnchen hat man auch gute Chancen, sie groß zu kriegen. Wo es denn immer kritisch ist, wenn die Tiere Bissverletzungen haben, wenn Katzen dabei waren, bekommen sie leicht Infektionskrankheiten. Aber da hat man auch relativ gute Chancen, sogar die ganz Kleinen groß zu kriegen. Wir haben dieses Jahr welche gehabt, die waren gerade mal 14 Gramm, also... Die werden ja dann immer vom Personal, von den Tierpflegern genuckelt, genau. Katzenaufzugsmilch mit so einer kleinen Flasche. Mhm. Das funktioniert auch gut, ne? Das funktioniert gut. Man muss allerdings ein bisschen Übung haben, ne? Also da kann man doch als Laie eine Menge falsch machen. Sie sind sehr empfindlich. Wenn sie sich an der Milch verschlucken und es in die Lunge kriegen, dann bekommen sie ganz, ganz schnell eine Lungenentzündung. Dann muss auch mal der Bauch gestreichelt werden. Genau, ne? Das ist, haben wir auch schon mal gefilmt. Aber es ist natürlich schön, dass man weiß, dass diese Geschichten in der Regel auch wirklich positiv enden bei den Eichhörnchen. Wenn ihr also junge Eichhörnchen irgendwo auf dem Boden seht,
erstmal beobachten, lange gucken oder gegebenenfalls bei euch bei der Wildtierhilfe anrufen. Dann bekommt ihr weitere Tipps. Ich muss ja zu meiner Schande gestehen, auch ich freue mich immer, wenn ich bei dir bin und habe dann mal einen jungen Fuchs auf dem Arm. Ja. Das wird dem einen oder anderen unter Umständen auch so gehen. Und dann landen sie bei dir bei der Wildtierhilfe. Was wird bei Füchsen, der ist ja glaube ich 8 Wochen alt, ne? Ja. Was wird da, was macht der, was macht der Mensch verkehrt bei Füchsen? Also hin und wieder werden sie nicht als Füchse erkannt, werden für Hundewelpen gehalten und dann zu uns gebracht. Aber genau dasselbe Spiel auch wieder, wenn wir hinterfragen, dass das Tier falsch zu uns gebracht worden ist, dass keine Not besteht, bringen wir zurück. Also Füchse verspielen sich auch in dem Alter mal gerne. Sie fangen an, mit 8 Wochen aus dem Bau rauszugehen und sind eigentlich allem sehr offen gegenüber. Die neugierig. Laufen den Menschen dann schon mal hinterher und dann ist es kein ausgesetzter Hundewelpe, sondern ein Fuchs, der sich einfach verspielt hat. Ne? Aber du hast jedes Jahr Füchse. Ja. Ich weiß, letztes Jahr waren es, glaube ich, 10 oder so in dem Bereich. Auch dieses Jahr hast du schon einige. Mhm. Das ist auch normal, ne? Also das ist normal. In dem Fall war es hier ganz klarer Notfall. Die anderen Fuchswelpen waren schon überfahren auf der Straße. Also die sind im Alter von nicht mal 6 Wochen losgelaufen, weil die Fehe wahrscheinlich überfahren wurde oder was auch immer. Haben dann Hunger gehabt, sind aus dem Bau raus und ja, einer nach dem anderen ist an der Straße überfahren worden. Und dieser ist gefunden worden und der ist jetzt seit 2 Wochen bei uns. Also auch hier, wenn man das sieht, in der Feldmark sehe ich unter Umständen einen Hundewelpen. Genau gucken, ist es unter Umständen ein Fuchs? Und dann beobachten, aus der Entfernung? Immer aus der Entfernung beobachten. Und auch da ist es so, selbst wenn sie sich mal verspielt haben, die kann man wirklich zum Bau zurückbringen und dann gehen sie auch in ihren Bau wieder rein. Also Augen offen halten, sofern ihr Junge Füchse sieht. Und der ist jetzt hier so am Frieren und so am Zittern, dass wir ihn mal wieder... Also frieren tut er nicht, das ist sicher Aufregung, weil der ist gut angezogen für das Wetter. Ich gebe dir wieder. Komm, Dick. Das ist sowas. Eine junge Amsel, flugfähig oder fast flugfähig. Ja. Hier haben wir eine Elster, die ist natürlich nicht flugfähig, die ist erst einige, wie alt ist sie? 10 Tage wird sie alt sein, hat 10 Tage. Die Augen aufgemacht. Jetzt haben wir hier leckere Sachen mit dem Füttern, mal klappt es nicht. Aber Diana, du hast einiges dazu zu sagen. Da sagst du zum Beispiel, es wäre gar nicht notwendig gewesen, dass die junge Amsel bei uns landet. Ja, also wenn Amseln in diesem Alter gefunden werden, können sie noch nicht richtig fliegen. Das heißt, dass sie dann Flügge sind, werden aber von den Elterntieren noch weiter versorgt. Da kriegen wir wirklich ganz, ganz viele Tiere gebracht, wo es überhaupt nicht nötig ist. Auch selbst wenn eine Katze in der Nähe ist. Man kann diese Tiere nehmen, in den nächsten Busch setzen, aus dem Gefahrenbereich raus und die Elterntiere füttern trotzdem weiter. Bei den Tieren in dem Alter haben wir ganz häufig das Problem, dass die Scheu vom Menschen schon da ist, man sie nicht mehr so unkompliziert füttern kann, aber sie alleine noch nicht fressen. Und sowas verhungert einem dann wirklich unter den Fingern weg. Und das macht natürlich überhaupt keinen Sinn, solche Tiere einzusammeln. Die haben trotzdem, eine Katze irgendwo in der Nähe im Nachbarsgarten ist, eine bessere Chance von den Eltern großgezogen zu werden, als von der Hand von einem Menschen. Also bei den Eltern ist es auch so, dass der Instinkt dann da ist, die sitzen auf dem Boden, die werden dann auch auf dem Boden unter Umständen gefüttert. Ja, ja, bei den Amseln ist das also kein Problem, bei jungen Singvögeln. Ne? Da war, glaube ich, was gebrochen irgendwie, ne? Sie hatten ein gebrochenes Bein gehabt. Aber dennoch, gut, die musste dann ja hierher, aber du dachtest ja grundsätzlich... Sie war auch so etwas jünger, ne? Aber wenn die Tiere in dem Alter hüpfen, ist es kein Grund, sie zu bringen. Sie können einfach noch nicht fliegen. Das dauert 2-3 Tage, bis sie richtig fliegen können. Und dann können sie sich auch selber aus dem Gefahrenbereich wegbewegen. Das gilt also auch für Drosseln, Spatzen etc.? Genau, für alle Singvögel. Singvögel. Hände weg. Bei den Rabenvögeln, wie bei der Elster... Hast du noch was separat? Ja, also bei dem Vogel, da ist es klar, also der ist aus dem Nest gefallen. Also in dem Alter ist ein Vogel noch nicht draußen. Wird auch dann nicht draußen versorgt. Also der ist noch viel zu klein. Bei Rabenvögeln gibt es zusätzlich ein Problem.
Die mit der Hand großzuziehen, sollte man wirklich nur in erfahrene Hände geben. Sie werden sehr zahm und sind dann... Da klappt es dann mit der Auswilderung nicht. Dann klappt es nicht mit der Auswilderung. Sie fliegen auf die Menschen zu, sie haben überhaupt keine Scheu mehr und das gibt dann große Probleme. Da sollte man also tatsächlich... Rabenvögel nur in der Gruppe. In Wildtierstationen bringen, ja. Nicht auf die Idee kommen, selber zu füttern. Wobei das ja relativ einfach ist. Du hast gesagt, das ist Herz, ne? Zum Beispiel. Nochmal ein Versuch. Einiges klappt, manchmal wollen sie nicht. Da haben wir Weintrauben, da haben wir Äpfel. Mehlwürmer sehe ich hier noch. Ja, es gibt viele Mischungen, die man machen kann. Gerade Rabenvögel sind alles Fresser und auch bei den Amseln kann man eine Menge füttern. Also es gibt so viele Rezepte. Wichtig ist wirklich abwechslungsreich zu füttern und wenn man sie dann in der Gruppe hat, geht es auch ganz schnell, dass sie von alleine anfangen zu fressen. Ne? Also wir tun zum Beispiel Mehlwürmer mit dran, damit sich das Futter bewegt, damit das interessanter für die Vögel wird, dass sie schneller selbst fressen. Hast du alles bezüglich Elstern, was dir am Herzen lag, ja, zum Besten gegeben? Ja. Ja, dann sind wir ja schon wieder am Ende. Mhm. Mit unserem Hände weg von Jungtieren, wobei es ja gar nicht so hundertprozentig stimmt. Bei manchen Sachen sagt man ja, es ist gut, dass sie hier landen. Das war das zweite Mal, dass wir Hände weg von Jungtieren kleine Spezial gemacht haben. Hat wieder Spaß gemacht bei dir. Ich würde ja gerne noch mal so einmal den Vorführeffekt. Hier ist auch ein extra kleines Stück in der Hoffnung, dass es funktioniert. Und jetzt... Was habe ich falsch gemacht? Von oben? Klar, die Elternvögel fliegen von oben an, aber vielleicht einfach satt. Und hier ist auch nichts mehr? Ja. Klappt nicht. Wir verabschieden uns von euch. Bis zum nächsten Dreh bei dir, Diana. Dir danke ich wieder. Wir sehen uns wieder. Bis dann. Tschüss. Klappt nicht. Ich würde ja gerne noch mal einen Versuch. Da war ich den. Wollen wir mal damit probieren? Nee, ne? Nee. Dann soll es nicht sein. Nee. Das ist der Vorführeffekt, ne?